Und so, Frau Kamerafrau, was machen wir denn jetzt gerade? Wir packen ein, wir waren bei der Comic-Con. Mein Rücken ist fertig, aber ansonsten bin ich zufrieden. Wunderbare Aufnahmen. Und mir ist ganz klar, warum die Leute sich so verkleiden, weil das ist wirklich eine schöne Art, aus dem Leben, aus dem normalen Alltag zu machen. Auszugehen und sich selber nochmal neu zu finden und zu definieren. Das sieht man ja. Und meine These ist, dass viele der Figuren auch sehr viel zu tun haben natürlich mit den Leuten, so wie sie sich fühlen. Das ist so eine Art anderes inneres Gesicht. Und du kannst hier wirklich ohne Limit dich äußern, ohne dass du angeguckt wirst, sondern du wirst davon bewundert. Ne? Du kannst ganz hässlich auch aussehen, wie dieser Mann. Der war ja stolz drauf, dass er so aussah, wie er aussah. Mut zum wahren Ich. Ja, genau. Naja, ich habe gedacht hier, man findet nur so Spleenies. Ich finde, es war genau das Gegenteil. Viel weniger Spleeny als auf irgendwelchen komischen, seltsamen Verkaufsmessen, wo Leute mit ihren Anzügen stehen, weil die sind verkleidet.